One, two, three, four. Es gibt nicht viele Instrumente, bei denen man den Hersteller am Klang erkennen kann. Bei Bässen von Warwick ist das möglich. Sie sind unverwechselbar in Design, Haptik und Sound. Metallica, Bon Jovi, U2. Die Bassisten großer Bands spielen Warwick. Sie wollen Instrumente mit eigenem Charakter. Bässe von Hans-Peter Wilfer. Warwick ist einer der wenigen Hersteller, die eine eigene Identität haben aus Europa. Sie haben viele Hersteller in dem Bereich, wo wir uns bewegen, namhafte Hersteller. Wir sind einer der wenigen aus Europa, die mit eigenen Designs und eigener Formgebung und Haptik im Markt uns durchgesetzt haben. Oil Finish, naturbelassene Oberflächen, das ist ganz typisch für Warwick. Warwick kombiniert bei seiner Produktion überlieferte und traditionelle Techniken der Handarbeit mit modernsten mechanischen Fertigungsmethoden. Know-how, zum Teil weltweit einzigartig bei der Herstellung von Instrumenten. 60 Mitarbeiter, vom Tischler über Instrumentenbauer bis zum Lackierer, fertigen 3 Produktlinien. Angefangen von eher einfach gehaltenen Bässen bis zu exklusiven Einzelanfertigungen, die auch schon einmal mehrere 10.000 Euro kosten können. Nichts ist unmöglich. If you can dream it, we can build it. In einer Qualität, die man hören und auch sehen kann. Die Unternehmenszentrale im sächsischen Markneukirchen wurde 1995 neu gebaut. Von Anfang an hat man dabei auf eine grüne Produktion gesetzt. Strom wird durch Photovoltaik und Windkraft erzeugt. Auch die Wärme liefern regenerative Systeme. Und das Holz für die Instrumente stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft. Warwick handelt weltweit mit eigenen Produkten, ist aber auch Distributor für andere Musikunternehmen. Man hat hier viel Geld investiert, auf Produktionsseite, aber auch in ein überaus erfolgreiches Marketing. So organisiert Warwick Konzerte in einer eigenen Veranstaltungshalle oder ist Gastgeber von Musikcamps. Kundenorientiert und innovativ, mit klugen unternehmerischen Entscheidungen wurde hier eine echte Premium-Weltmarke aufgebaut. Wir müssen Produkte unseren Kunden anbieten, die sich auch lohnen, in 3 Jahren oder in 5 Jahren noch zu erwerben. Es geht nicht um die schnelle Marke, es geht um die Nachhaltigkeit, die wir den Kunden anbieten.